Und es gut? Ja, aber das musst du schauen. Ich kann schauen. Ich habe eine Flut drunter. Ja, das tun wir noch mal. Warte, wir haben keine Steine mehr. Ja, wer liefert die jetzt? Ja, kannst du dem Kranist sagen. Steine bräuchten wir! Super, genau so. Hallo zusammen. Schau da. Hey. Kommst du schon anfangen, Tiso? Ich bin schon lange da. Ja, du bist schon viel zu früh gekommen. Ja. Wie haben wir es allerseits? Tipptopp. Schön, schön. Es ist heute schon immer Montagmorgen. Ist hier schnell ein Rapport. Tut man schnell ein bisschen... Oder Dienstag. Aber du hast nicht Schwingen, schon Thema. Ja, schon würde ich schnell schon ein bisschen fragen. Und so. Ja. So, Dienstag, morgen wenn der kommt, aber dann schon wieder... Ja, für die Stelle so tun, wenn sie sich nicht interessiert, fragen sie den gleich, wie es gegangen ist und wer gewonnen hat. Eben, also, schon. Ja, ja. Der Matthias Eschbacher hat beim Christen Bauunternehmen das Grüne Macho die Lehre gemacht als Maurer. Im Moment hat er wegen dem Schwingen auf 40% reduziert. Die Mitarbeiter nehmen ihn ab ein bisschen hoch und sagen ihm der 40er. Ich meine, mit 40% Leid ist nicht eine Baustelle. Nein, das ist einfach, da bist du entweder der Handlanger, der Hilfsarbeiter. Einfach der, was ihn braucht, bin ich auch. Ja. Das ist schon so. Wie ist das so? Ja, du. Klar würde ich gerne selber Baustelle und so, aber ja. Das setzt du halt auf den Spot, Schwingen, oder? Ja. Ja, das habe ich ja vor 10 Jahren nicht gewusst, dass es das einmal so läuft, ja, mit dieser Schwingerin. Ja. Er steuert dich. Jawohl. Aha, der hockt nicht oben. Nein, das ist früher. Das war früher? Ja, ja. Ach, schon. Nein, weißt du, ich habe Erfahrung vom Kilo. Länger bin ich an der Kran gefahren. Ah, er hat es erzählt. Ja, du wolltest nicht am Kran. Wollen. Ja, eben. Ich weiss jetzt, wie das ist, oder? Heute tue ich nicht steuern, sondern probiere mal zu mauern. Jetzt sind wir hier Schnürchen spannen. Oder ich will dir nicht jeden Stein. Für jeden Stein Playwalk für einen. Aha. Dann nimmst du hier Pflaster und eine gäbige Kelle voll. Aha. Schön Kämmerli machen, dann kannst du hier suchen. Dann langsam machen. Schön ein Schnürli her, dass du die gleiche Distanz hast wie ich hier. Mhm. Gut. Und dann kannst du hier den nächsten Mauer und dann, wenn du hier bist. Den rufe ich dann mal. Ja, dann kannst du den rufen, ja. Ist gut. Im Sackmehl sticht er ja raus mit dem inneren Haken. Auf der Baustelle da dreht sich bei Matthias Eschbacher alles um super Pflutti auflegen und gerade reihen. Man muss dann unbedingt schnell schauen, ob ich das gut mache. Für euch gibt es in der Zwischenzeit News aus dem Sackmehl. Der Hasliberger Eigenoss Kilian von Weissenflug gewinnt das oberaargauische Schwimmfest St. Urban. Er legt im Schlussgang der Mittelländer Severin Schwander mit einem inneren Haken auf den Rücken. Genau, was er sagt. Hei, 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 hei. Gratuliere, von Weissenflug Kilian. Hei. Für den 25-jährigen von Weissenflug ist es der dritte Kranzfestsieg in seiner Karriere und schon der zweite diese Saison. Er ist einer der 5 Sieger des seeländischen Schwimmfests. Oder Matthias Eschbacher ist für den Schlussgang zur Diskussion gestanden. Er hat nach dem 5. Gang gleich viele Punkte gehabt wie der Kilian von Weissenflug, hat aber einen Gang verloren gehabt, nebst den 4 Gewonnenen. Darum hat das Kampfgericht der Kilian von Weissenflug vorgezogen. Der hat nach 5 Gängen 4 Gewonnenen vorweisen und einen Gestellten. Zurück auf der Baustelle zu Lützelflüh. Zum Glück ist der Matthias oder der Tiso, wie ihm die meisten sagen, so ein Geduldiger, weil ich bin noch nicht die Geübteste. Nur ruhig. Nicht zu gehen. Ah, und dann musst du schon viel. Ja, Mauern, das ist nicht einfach nur ein Gemurks. Nein, ich sehe es gerade. Dann musst du noch ein bisschen Feingefühl an den Tag legen. Ja, ja. Das hätte dir gar nicht so gegeben. Gell, das geht mir gar nicht. Jetzt muss ich dann noch ein bisschen jünger raus. So. Was ist denn für dich das Schöne an diesem Mauern? Also am Mauern finde ich es schön. Jetzt kannst du hier einfach, jetzt so wie heute, so einen herrlichen Tag. Und dann kannst du hier ein bisschen für dich, jeder ist ein bisschen für sich, ja. Aber gleich sind wir auch zusammen. Gut, du musst eigentlich schon den Kopf beieinander haben. Du kannst jetzt nicht am Schwingen rumstudieren. Nein. Wann essen wir abends 9 Uhr? Ja. Was denkst du? 9 Uhr? Ja. So einfach.
Wenn der Diesel am Arbeiten ist, dann wird mit den Kollegen etwa über die Schwingen geredet. Und mit Ausblick auf das grosse Eidgenössische erst recht. Ja, was gibt es da für Chancen im Eidgenössischen? Ja, du. Ich sage immer das Beste, gell? Und dann schauen wir, was passiert. Ja. Das ist jetzt sicher auch der Plan, aber ja. Eins nach dem anderen? Eins nach dem anderen, ja. Gang für Gang das Beste geben, ja. Und dann gibt es das Resultat. Und wenn ich achtmal mein Bestes geben kann, gibt es hoffentlich ein gutes Resultat. Ja. Ja, also, gehen wir dann wieder arbeiten, sonst wird das nie fertig. Ja, unbedingt. Vor allem, wenn ihr mich noch dabei habt. Ja. Du hier mal abschrotten, hier durch. Was kann ich? Schrotten, sagt man. Was heisst das? Den Stein hier müssen wir jetzt ein kleiner machen. Ja. Ja, das kann ich auch nicht. Mal, das kannst du. Hier schön fein drauf töpperle. Sehr wahre Freude. Aber du hättest ja können, eigentlich auch bauen können, deine Eltern einen Hof. Das hätte ich auch können, ja. Wieso hast du das nicht wollen? Dann, als es darum ging, etwas zu lernen, hat es mir zu wenig gesagt. Aber jetzt heute könnte ich mir es vorstellen. Schon? Ja, ja. Es ist schnell Feierabend geworden. Das Aufräumen, das ist aber nochmal eine Herausforderung für mich. Kannst du das drüber fallen und dann hier anheichen? Also so? Ja. Wie knüppel ist das Zeug? wir tun es nicht anknüppeln, für das haben wir es. Schlauen, gut, also. Ja, siehst du, müsste ich schon noch ein bisschen. Ja, ich tue dann noch eines zu. Soll ich fahren? Willst du fahren? Ja, ich kann schon. Also. Ich muss ja nicht einen speziellen Ausweis haben. Nein, das ist ganz normal. Und dann steigt sie schon. Ja, dann tue ich da zu und alles. Ein grosses Saisonziel hat Matthias Eschbacher schon erreicht. Der Sieg an seinem Heimfest, dem Emmentalischen Schwingfest, in Hasli-Rüegsau. Und jetzt heisst es, fokussieren auf das erste Bergkranzfest heuer auf dem Stoss das Wochenende. Fühlst du dich sicher? Ja, ich bin frei. Kannst du hier gehen?